Yo! Hey! Willkommen zurück zum Coconata-Kanal. Heute spielen wir das Spiel BTS World, was ganz frisch rausgekommen ist. Und ich bin ein großer BTS-Fan. Die beiden... Ich supporte K-Pop. Geht so? Ich supporte K-Pop. Ich finde BTS ist schon krass. Also... Ja, ne? Los geht's. Let's play. Oh, dreamy music. Rap Monster! Das Sound erinnert mich gerade so ein bisschen an Piano-Tiles. Ja, mich auch. Stimmt. Mich auch. Aber auch manchmal auch Final Fantasy, dieser Startbildschirm. BTS Live-Konzert. Spiel laden. Was ist was? Kann man hier irgendwas Also, worum geht's denn in dem Spiel? Du hast ja schon gesagt, also, das ist so ein Simulator dann anscheinend. Ja, Simulator-Rollenspiel-Ding. Also, du bist der Manager von denen. Ja, dann Manager mal. Alright. Ja, sowas wie so ein Football-Manager, denke ich mal. Ja, du bist der Manager, der denen dabei helfen soll, erfolgreich zu werden. Die sind jetzt sogar noch Trainees. Vielleicht gibt es noch so ein paar Aufgaben, was sie da machen müssen, noch trainieren. Kannst du die auch in den Ruin tragen? Das müssen wir jetzt herausfinden. Wenn wir falsche Entscheidungen treffen, dann betrifft das ja nicht nur uns, sondern auch die. Das finde ich nämlich geil, wenn du wirklich, es gibt viele Möglichkeiten, wie die berühmt werden oder unsuccessful werden. Boys. Können wir den Ton ein bisschen lauter machen? Nein! Haben die zugehört? Nein. Was heißt das? Okay, tipp mal drauf. Nein? Das Ticket! Welches Ticket? Voll traumatisch! Die Fotos der Mitglieder sind weg. Hm? Warte mal. Bin ich da? Ach, ich sag das. Ich war ganz sicher auf dem Weg ins Stadion. Was zum... Warum hängt hier ein Poster der Performance von Namjoon Solo anstelle eines von BTS? Ach, das Video ist vorhin vorgerückt. Ich dachte, das ist doch leiser machen. Und das war so, dass dass die Zeit zurückgesprungen ist und dann auf einmal sind die Members verschwunden. Das heißt, es ist gerade eine Gegenwart, wo BTS nicht existiert. Okay. Oder also BTS als Gruppe. Das heißt, Namjoon hat gerade ein Solo. Der Konzert vibriert vor lauter Energie. War Namjoon schon da? Schon dran? Ertönt plötzlich eine vertraute Stimme. Namsanda. Was? Danke fürs Suchen. Ich bin Runch Randa Kim Namjoon. Das ist sein Name, Runch Randa. Kim Namjoon. What? Ich krieg grad Gänsehaut und mir wird grad das heiß. Beides gleichzeitig. Mir ist auch zu heiß, aber von dem Wetter heiß von dem. Nein, von seiner Stimme. Er glänzt vor Schweiß und seine Atmung kommt stoßweise. Alright. Die Augen des jungen Mannes auf der Bühne leuchten vor Energie. Vor der Energie der Menge. Ich kann nicht lesen. Namjoon, freigeschaltet, oder was? Ich eile hinter die Bühne und sehe eine große, schlanke Gestalt in der Dunkelheit stehen. Kim Namjoon, du bist RM, stimmt's? All mein Unbehagen verfliegt, wird durch Glück und Erleichterung ersetzt, als ich Namjoon vor mir stehe. Hä, bist du ein Fan oder bist du der scheiß Manager, Mann? Ich bin so froh zu sehen, dass es dir gut geht. Ja, der macht sich doch Sorgen, dass er nicht weiß, was mit seinen Members ist. Okay, aber er klingt so, als wäre das... Entschuldigung, wer bist du? Ich glaube, weil ich das so lese. Entschuldigung, aber wer bist du? Oh nein, er kennt mich nicht. Ich, darf ich bitte ein Autogramm haben? Was? Das macht jetzt keinen Sinn. Warum sollte ich jetzt ein Autogramm haben? Wir wissen noch gar nicht, wer wir sind. Deswegen klingst du so. Ich grame in meiner Tasche und schnappe mir einen Stift und einen Block Papier. Okay, vielleicht sind wir schon so gespoilert. Du bist in der Rolle eines Fans. Okay. Ich glaube auch. Genau, deswegen habe ich ein Ticket, weil ich jetzt zum Konzert gehe. Ja, das heißt, warum haben die uns denn gesagt, dass wir Manager sind? Das ist ja spoilert. Vielleicht arbeitest du dich ja hoch zum Manager. Vielleicht bist du ja vom Fan zum Manager. Nein, weil du weißt, dass denen halt sowas passiert ist, deswegen versuchst du die wieder zusammenzubringen. Deswegen bist du zum Manager von denen. Ja, sag ich doch. Also vom Fan zum Manager. Also du bist ein Fan. Ja. Was ist das? Genau, du bist Vertrag Big Hit Entertainment und Kim Namjoon erklären ihr Einverständnis mit den folgenden Bedingungen. Ein Vertrag? Was euch denn damit? Ah! Ich bin. Du musst von Big Hit sein. Ich habe den Vertrag von einigen Tagen unterschrieben. Brauchst du sonst noch was? Wieso habe ich das? Also ich weiß einfach gar nicht, was mit los ist, ne? Da ist ein Mitarbeiter aus meinem vollständigen Namen drauf. Es ist das Jahr 2012. Wow, wir sind Zeit gesprungen. BTS Live Konzert 2019. Das heißt, guck mal, Namjoon ist jetzt auf der Karte. Das war vorhin definitiv leer. Ja, ich weiß. Abgeschlossen, Level 1. So einfach? Ich dachte, man muss jetzt noch was machen. Glückwunsch, Coconatra. Thank you. Du hast die erste Geschichte von BTSU abgeschlossen.
Spielen wir weiter, damit du da treffen kannst. Weil ja! Kapitel 1. Stages. Okay. Kobi Tamka! Warte, du scheinst noch zu sagen. Ich werde dir beibringen, wie man Missionen. War ja klar, dass er das Spiel erklärt. Du musst eine Mission erfolgreich abschließen und eine noch von mir. Warum war das klar, dass er das Spiel erklärt? Weil er der Leader ist und der Brain. Okay. Wusstest du, dass sein IQ bei 148 ist? 148? Ja. Das ist sehr, sehr hoch, ne? Ja. Sind alles nur für die erfolgreiche Abschlussmission. Der IQ ist, glaube ich, um die 100. Durchschnitt weiß ich nicht. Doch, der Durchschnitt. 120? Der Durchschnitt ist irgendwie 100. 100 ungefähr ist der Durchschnitt. Wo sie benutzt werden, ja, da wirst du herausfinden. Du brauchst Flügel, um die Mission zu starten. Wings. Hab keine Angst, Flügel werden alle 6 Minuten um 1 aufgeladen. Oh nein, das spielt dann mit der Zeit alles schön. Tippen wir auf den Start. Das ist also Stamina. Wahrscheinlich musstest du pro Stage musst du diese Flügel hier verwenden. Hier kannst du ein Mitglied auswählen, das dir bei der. Wen wollen wir denn haben? Wähle eine. Was? Wähle einfach die Mitgliedskarte, die du verwenden möchtest. Warte, du hast noch keine Mitgliedskarten? Was? Ich dachte, du musst diese Tutorials nicht alles 1:1 lesen. Ja, okay, dann nur die Story. Wir durch. Das heißt, ich kann gerade nur ihn verwenden. Ich glaube, weil du nur diese Karte gerade hast. Tippe okay um dich. Okay. Schauen wir mal, ob du die Zielpunktzahl übertreffen kannst. Komm, jetzt, das fängt ja super an. Hä, ich hab doch gar nichts getan. Was? Man kriegt Punkte für Tippen mit dem Finger. Ja, warten wir ab. Wir haben das Spielprinzip verstanden. Was meinst du, ist es einfach mit meiner Hilfe, oder? Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Ich mich auch, Darling. Alright, das ist kein Traum. Tipp, du kannst Heartbeat nach Stufe 1 bis in der Lobby hören. Ach cool, man kann schaltet dann niederfrei. Playlist. Ich habe den Vertrag vor einigen Tagen unterschrieben. Brauchst du sonst noch was? Genau deswegen spielen wir das. Für solche Videos. Ja, wir spielen, damit wir irgendwelche Videos. Was meinst du, wenn sonst das nicht? Du hast ja geschworen, das Lied dein eigenes genannt. Kommt. Ich glaube, so bis jetzt hat man verstanden, das Spielprinzip ein bisschen. Ist ja so ein bisschen, ist ja alles so Story-mäßiges Durchklicken. Aber es wurde jetzt. Wir haben noch nichts gespielt. Nicht wirklich. Wir haben jetzt kriegen gerade nur Background-Informationen. Mit seiner plötzlichen Bewegung stößt er einen Blumentopf vom Regal. Nein! Ich schiebe Junki zur Seite. Der Topf zerschellt am Boden. Geht es dir gut? Bist du verletzt? Ah. Geht's dir gut? Das war gefährlich. Level 2 abgeschlossen. Nice. Also noch bin ich noch nicht so... Okay, man sammelt jetzt erstmal alle Karten von allen Embers. Und dann kommt man, glaube ich, rein. Wie, dann kommt man rein? Ja, dann kommt bestimmt erst irgendwas. Jetzt sind erstmal Sammelkarten. Ja, guck mal, jetzt spielst du diese zweite Sammelkarte und dann... Ich habe gehört, dass du heute wirklich eine Unterschrift brauchst. Schließlich bist du dafür hier, oder? Kannst du mir helfen, den Vertrag auszufüllen? Okay, wir müssen den Vertrag... Wer möchte spielen? Ich spielen, let's go. Erforderliche Werte, mögliche Belohnungen. Mission, den Vertrag abschließen. Hä? Wusstest du schon, dass jede Mission eine bestimmte Werte benötigt? Okay. Wenn du deine... wird der Stärkste, wie du hier siehst, hervorgehoben. Achso, das da. Aber wir brauchen... gut, aber nicht ganz ausreichend. Willst du versuchen, eine andere aus... Das ist immer noch Tutorial, das heißt, wir sind noch gar nicht frei. Ja. Das heißt, dieser Wert muss hoch sein. Das heißt, wir nehmen immer die höchste von diesen 4 Werten. Von den 4 oder immer nur einer? Von den 4 Werten nehmen wir der eine, der markiert ist, der muss der höchste der sein. Der muss der höchste sein, ja. Okay. Wir bekommen eine höhere Person, je nachdem, wie hoch die Wert ist. Aha, was für ein... Vergleiche die Werte mit Karten und Mittel, wenn du dich für eine Mitglieds entscheidest, genauso wie du das bei mir gemacht hast. Alright. Ja, ihn dann, ne? Ist das schon wieder Red Monster gewesen, oder was? Nein, das ist Achso, die Sugar. Andere Karte. Ja, ja die Sinn. Neue. Ich glaube, das ist, dass ich dieser Firma vertrauen kann. Ich freue mich schon darauf, mit dir zu arbeiten. Das ist direkt gleich Spiele dafür. Und Level up! Ich bin jetzt ein Level 2, ja. Du bist ein Level 2 Army jetzt. Level 2 Army Manager. Ich habe eine Nachricht von ihm bekommen. Oh, man bekommt sogar Privatnachrichten. Hallo, Kim Nam-jun hier.
woher hast du meine Nummer? Bist du echt Kim Namjoon? Das ist doch kein Traum, oder? Was wollen wir ihm antworten? Du bist diese Person. Ja, also aber ihr müsst mir doch dabei helfen. Nein, ich rufe zu, wie das du antwortest. Woher hast du meine Nummer? Bist du echt? Das ist doch kein Traum, ich würde das hier fragen. Woher hast du meine Nummer? Das ist richtig kritisch. Hoch, woher hast du meine Nummer? 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 Ja, Cent. Das musst du sagen. Herz. Dann hast du wohl noch nichts davon gehört. Date ich ihn jetzt? Wer hat die dir gegeben? Keine Panik, ich habe sie nicht auf zwielichtige Weise erhalten. Zwielichtige Weise? Ja, die Übersetzung ist für Gefühle Craziness. Das habe ich nicht gedacht. Aber dann, guck mal, hier habe ich gar keine Auswahl mehr, nur am Anfang. Die Frau von der Arbeit hat mir gesagt, ich soll mich ab sofort nur noch an diese Nummer wenden. Dann bin ich wohl doch der Nachfolger. Bist du sicher, dass das kein Irrtum ist? Kann ich dir dann weiter Nachrichten schreiben? Oder was? Das ist doch ein Fanservice. Dann bin ich wohl doch der Nachfolger. Nachfolger wovon? Kann ich dir dann weiter Nachrichten? Ja, der Nachfolger von der Frau von der Arbeit. Ich würde das hier nehmen. Was denn? Das mittlere? Das hintere. Ja, dann mach das. Was sagt er dann? Also, kann ich dir weiter Nachrichten schreiben? Ich weiß nicht, warum du immer Nachrichten erwähnst, aber klar, denke schon, zumindest bis der Vertrag ausläuft. Cool! Der Vertrag soll niemals auf. Ich freue mich schon darauf, mit dir zu arbeiten. 20 Jahresvertrag. Ich glaube, den Vertrag. 20 Jahre? Lebenslänglich! Lass einen Ehevertrag machen! Ich freue mich, den Earth erfasst eine gute Idee. Ich habe das Gefühl, 2019 wird ein richtig gutes Jahr. Ich werde dafür sorgen. Das ich kann mir sogar vorstellen, dass in der Tali dieses Spiel so spielen wird. Wie? Ja, so wie ich das gerade spiele? Ja. Laut? Ich kann ganz ehrlich, bis jetzt frage ich mich so, ob es irgendwelche Typen gibt, die dieses Spiel spielen. Ja, Leute wie mich? Ist ja nur so, ist ja so Typen. Ich meine Kerle. Kerle. Ach so, Typen, ja, Kerle. Das ist ja so Dating-Story-Fantasy. Du hast gesagt 2010. Guck mal, hallo Leute, jetzt geht's los. Ich weiß jetzt, dass es 2012 ist. Der denkt jetzt bestimmt, ich bin behindert. Stimmt das etwa nicht? Complete. Level Aufstieg. Was ist das? Okay. Ich glaube, das ist das Arbeitsprozessbuch. Es enthält Beschreibungen verschiedener Unternehmensprojekte sowie einen Zeitplan. Was mir jedoch besonders auffällt, ist die Liste der potenziellen Trainees. Kim Namjoon. Untergrundrapper. Anmerkung, IQ von 148. 148? Ja, so wie ich es gesagt habe. Ich glaube, der ist hochbegabt, glaube ich. Minyoungi, Produzent, Rapper, IQ von 148. Hasst es, geweckt zu werden. Ja, hat er. Der ist hochbegabt. Die Häkchen bedeuten, dass sie bereits gecastet wurden. Okay. Dancer of the group, I guess. The Dancer. Wurden die wirklich so entdeckt auch, oder was? I don't know, ich glaube nicht. Aber die Reihenfolge ist richtig. Ich glaube, die Reihenfolge ist so korrekt. Ich umwerbe ihn jetzt. Ich bin vor der Scout. Ich gehe durch die Welt und sammle die Leute ein. Ich wünschte, es wäre so gewesen, als Hoseok auftrat. Oh, es tut mir leid. Kommt jetzt Jimin? Warte, der sieht aus wie... Jimin! Oh mein Gott! Ich kann's vorhersehen! Kamtjaga! Der hat vor die Kinderstuhl gerade. Ich hatte nicht erwartet, ihn einfach aus heiterem Himmel zu treffen. Keine Panik, verhalte dich normal. Ich will ihn ja nicht erschrecken, unser Papi. Auch wenn er mit mir redet, fühlt es sich irgendwie an, als würde er versuchen, sich selbst zu überzeugen. Ach, er hat nicht so viel Selbstbewusstsein. Wie ist das nur passiert? Aus Gewohnheit klicke ich auf den Link, der mich ursprünglich zum Konzert eingeladen hat, aber nichts ändert sich. Das war ja die Karte, die wir am Anfang ja hatten, um uns einzurichten. Das war die Konzertkarte. Ich wache immer wieder am selben Ort auf. Das größte Problem ist jedoch, es ist nur noch ein weiteres Vorsichtsmaßnahmenprotokoll. Und die nächste Seite ist zerrissen. Oh. Das heißt nicht, der Bösewicht kommt. Something happened. Pack Jimin? Oh, du hast jetzt zwei Karten auf einmal bekommen.
Ja, pack ihm hin und Case. Oder nee, Jimin noch nicht, er ist ja noch nicht im Team. Der eine hat, ach, aber der Hoss auch nicht. Ja, du hast das Video gesehen. Aber jetzt ansehen, er hat einen neuen Beitrag auf Social Media gepostet. Big Hit. Ein unvergesslicher Auftritt. In Zukunft werde ich noch länger härter arbeiten. Sieht ja echt aus wie Instagram. Okay, ich würde sagen, du spielst den Rest alleine. Ja, wirklich. Ich kann nicht mehr. Wird Zeit für ein Recap an dieser Stelle. Oh. Man muss auf jeden Fall erstmal, glaube ich, diese Vorsachen machen und dann kommen die spannenden Sachen. Gut, aber du hast jetzt 30 Minuten halt schon. 30 Minuten? Eine halbe Stunde? Wir sind immer noch im Tutorial. Halb Tutorial? Ja. Also im Prinzip geht es darum, nur alle BTS-Member einzusammeln. Für den Anfang. Genau. Und wir sind gerade mal bei 3. Und ich denke, es gibt so ein Kartensystem. Ich wette, du kannst später so Karten ziehen und dann kannst du diese Karten immer upgraden und tauschen, denke ich mal. Tauschen? Du kannst auch. Ich habe BTS-Member? Ich habe nur auf Twitter gesehen, dass Leute sich schon Benutzercodes gegeben haben, um sich zu ändern. Das hat auch noch Bedeutung. Die fandest du war gut? Nee. Also ich fand jetzt den Anfang, ich weiß nicht. Also ich fand das den Trailer geiler. Das Highlight dieses Games. Bis jetzt die Videos, oder? Ja, nur die Videos. Eigentlich deswegen spielt man es ja. Man spielt es ja nur, um diese Videos freizuschalten. Aber sind das nicht Videos, die man schon gesehen Nein, hat? Nein, die haben ja extra für das Spiel neue Sachen gedreht und alles. Aber das ist doch, das ist doch zusammengeschnitten gewesen. Also diese Highlight-Videos von jedem Einzelnen. Ja, waren das nicht Zusammenschnitte von... Ja, die Highlight-Dings ist was anderes. Aber später, wenn du im Spiel bist, sind das dann richtig für Spiel gedrehte Sachen. Okay, aber so weit sind wir noch nicht gekommen. Ja, ich glaube, es wird dann erst spannend, wenn es dahin kommt. Wenn wir dahin kommen. Wenn ich dahin komme. Und okay, aber was war dann deine beste Spielerfahrung bis jetzt? Das Beste? Gar nichts. Ja, das war ein Highlight-Moment. Das war nur Tipp, lesen. Ja, das war immer noch Einführungsphase, deswegen kann man da nicht so gut sagen. Aber ich kann schon mal sagen, ich mag dieses Spielprinzip nicht. Dieses Karten und Punkte hochmachen. Okay. Das finde ich eigentlich boring. Das ist so wie Fanfiction. Mhm. Es hört sich einfach, für mich hört sich das an wie Fanfiction, was du da die ganze Zeit liest. Und es erinnert mich voll krass an. Vielleicht ist es auch die deutsche Sprache doof umgesetzt. Ja, nee, macht keinen Unterschied. Das ist ja trotzdem die Rolle, die du spielst, so wie du dem begegnest. Ja. Der ändert auch nichts an der Sprache. Aber wenn das auf Deutsch geht, dann klingt das noch cringe. Das ist einfach der absolute Traum für alle BTS-Fans. Von ich daher. Auch. Nein, der absolute Traum ist, sie wirklich zu sehen. Ja, aber tust du doch nicht. Vielleicht. Du schreibst sogar mit denen. In real. Du schreibst sogar mit denen. Sitzt auf der Toilette, kannst dir Nachrichten schreiben. Kannst du dir auch so schreiben. Du kannst ja nicht mal aussuchen, was du schreibst. Ey, yo, du bist dope. Ja, doch, am Anfang konnten wir. Da hat sie ja so viele Optionen. Da hast du bestimmt später noch mehr. Ich denke auch noch mehr. Ich glaube, später hast du vielleicht. Aber ich glaube, die Strängen sind nicht so lang. Du wählst dann einen Pfad und dann gibt es ja dann nur vielleicht noch zwei oder so. Ja, hat sich ja angefühlt wie Fanfiction, als ob man sich einfach was durchlesen. So dieser Spiele. Dings ist dann so und deswegen gibt es von mir nur. Gibt's von mir. Von diesen drei Sternen. Zwei von zehn. Ach, von zehn? Von den drei Sternen. Achso, von da den drei Sternen, die in Bewertung, dann gibt es von mir einen halben Stern. Es gibt nur die Spitze eines Sterns. Ein Fünftel davon, oder was? Ja. Ah, ja. Ich geb, wenn wir drei Sterne Bewertung haben. Nee, ich nehme einen halben Stern, weil die Videos waren schon ganz cool. Da habe ich Gänsehaut bekommen. Und Hitzeschlag. Ich gebe einen halben Stern, weil ich K-Pop generell supporte. Aber die brauchen eh keinen Support mehr. Von daher, keine Ahnung. Aber guck mal, was für ein Aufwand. Ein Spiel. Ja, wirst du ja dann sehen, je nachdem, wie das halt endet. Aber ich habe jetzt irgendwie. Aber von der Demo sah es wirklich krass aus, weil die wirklich so Drama-Videos drin hatten. Was gibt der Würm für eine Bewertung? Ich glaube, der hat am meisten Spaß von uns allen. Hater! Bis jetzt gab es für mich nichts Aktives, wo du irgendwas. Doch, Finger. Ja. Ja, deswegen, aber das ist Aktivität halt auch doof. Tät fehlt mir noch so dieses, keine Ahnung, oder irgendein Quiz lösen oder sowas fehlt mir. Ja, eigentlich sowas wäre cool. Ja, ja, aber willst du das jetzt noch weiterspielen dann? Ich würde jetzt noch so weiter spielen, bis erstmal der langweilige Part weg ist und dann mal gucken. Also ich würde so sagen, ich will das Spiel auch anfangen zu spielen neben dir. Und dann gucke ich auch mal, ob ich das cool finde oder nicht cool finde. Weil jetzt kann ich nicht viel darüber sagen. Aber ich muss das spielen. Als Fan muss ich doch alles wissen, was da in diesem Spiel sozusagen gegeben wird. An Videos, an Bildern. Ich muss doch alles aufnehmen. Würdest du das Spiel jetzt auch downloaden und einfach mal anspielen so für dich selber? Ich habe es ja runtergeladen. Ach so. Sogar gerade eben. Aber ich, ich glaube... Das ist nicht so meins. Das ist auch voll, nee. Also ihr seid auch nicht die Typen, die... Als würdet ihr in dieser Rolle sein. Ja, das passt gar nicht. Ja,
Ja. Also ist halt auch nicht die Art von Spiel, die ich gerne spiele. Ich spiele auch sowieso nur ein Handyspiel, deswegen. Naja, aber die Natalie wird euch dann einfach up to date halten. Vielleicht gibt es dann irgendwann mal ein Walkthrough oder so. Das Video weiß ich gar nicht, ob das Board hochgeladen werden kann. Eventuell wird das auch komplett, also vielleicht wird das direkt geblockt. Ihr seht ja hier die Konstruktion, die wir uns hier gebaut haben, damit wir euch on-screen Footage geben können. Copyright, alles geschützt. Ja, dann machen wir deine Abmod. Meine Abmod? Würde ich sagen, kommentieren, liken, abonnieren nicht vergessen. Hat er schon alles gesagt. Tschüss! Tschüss! Akku ist auch schon leer. Diese Musik. Oh. Yeah! Alle, bitte.